Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 144 von Avorion. Der Danny Reichelt hatte mir geschrieben, dass ich ja die Hülle jetzt aus Titan bauen kann. Die sollte dann auch irgendwie funktionieren, nicht so schwer sein. Dann kriegt man es auch mit der Bewegung hin und ja, da würde ich sagen, da gucken wir jetzt gleich rein und ja, schauen uns aber erstmal das Intro an. Bis gleich. So, dann gehen wir da wieder schauen. Also der fliegt ja jetzt schon ganz gut. Wir haben nur leider nicht mehr Baumaterialien. Trinium ist nicht mehr ganz viel da. Wir haben soweit auf jeden Fall Hülle. Ne, smarte Hülle. Ich dachte, das wäre... Achso, die habe ich jetzt ausgewählt. Alles klar. Ich dachte, das wäre jetzt hier dieses hier. Aber das ist ja Trinium Energiecontainer. Und hier haben wir... Nanonit Emblem. Was ist das? Was ist Nanonit Emblem? Bin ich jetzt doof? Ich habe doch da nicht Emblem gemacht. Ich habe doch da definitiv... Habe ich jetzt da irgendwas falsch gebastelt? Schildgenerator? Schildgenerator. Ist alles Schildgenerator. Hier ist Energiecontainer. Ach, da ist der Generator. Da, aber das hier ist wohl schief gelaufen, oder? Nanonit Emblem. Was ist denn da passiert? Habe ich da irgendwo was falsch ausgewählt oder vertue ich mich da jetzt? Doc? Da ist er. Das ist falsch. Mach den weg. Und mach den auch weg. Was wollten wir da hinbauen? Das ist jetzt die Frage. Das war bestimmt nicht nur das Emblem. Schildgenerator. Super ergiebiger Stein. Nee, 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 nee. Warte mal, das hier war ein Schildgenerator. Das war der Integritäts... Dingsterbumser, Integritätsfeldgenerator. Den wollte ich da bauen. Und wieso kommt da jetzt so ein komisches Teil hin? Kein Mensch weiß warum. Warte mal, wir machen da erstmal Steuerung C, Steuerung V. Nee. Steuerung C, Steuerung V. Jetzt habe ich die Größe. Das ist jetzt allerdings der Energiecontainer, den möchte ich aber nicht. Ich möchte den Integritätsfeldgenerator, den ich jetzt hier habe. Und den möchten wir jetzt hier so hinbauen. Möchten ihn... wieso ist denn der jetzt so? Jetzt habe ich den irgendwo anderen angepasst, weil ich da irgendeine Taste gedrückt habe. Ja, so, da ist er. Spiegelachse können wir schon mal anmachen. Nochmal so, oder? Ich glaube, jetzt könnte der passen. Ach, nee, ist zu kurz. Machen wir mal weg. Ich glaube, so ist er richtig. Ne, D war schon richtig. Ist er jetzt dran? Ne? Ich glaube, jetzt ist es richtig, oder? Da ist zu, passt. Ja, das haben wir. Rechenleistung, 20 zum nächsten Subsystemsockel. Okay, das steht da. Computergen geht da ja nicht mehr. Den hatten wir dann wahrscheinlich hier irgendwo. Aber den können wir ja nicht mehr danach bauen, weil wir keine Rohstoffe dafür haben. So. Jetzt sollten wir schauen, dass wir dann dieses Schiff vielleicht noch ein bisschen schützen mit einer Hülle. Panzerung, Fenster los,
Titanhülle. Okay. Aber ich wollte ja Panzerung auch noch haben, ne? Ja, jetzt wird's interessant. Ja, ich glaube, wir machen mal hier so ein Gerüst aus Titan. Machen das mal ganz klein hier so. Ich würde jetzt sagen, nee, das bringt mich so nicht weiter hier, oder? Nee. Lass mich mal so da dran da gucken. Interessant, so ist es. Ja, diese Hülle. Ah, warte mal, nee, das ist schon richtig so. Die ist da nur schmaler, weil das da reinragt. Ne, genau so ist es. Gut, dann haben wir das schon verstanden. Jetzt würde ich sie aber hier noch so breit machen wollen. So, na, fast. So ist richtig. So, jetzt haben wir das. Das kriegen wir hier. Warte mal, ist das so richtig? Gerade das aus. Ja, genau, ausmachen. Nee, passt wohl so. Und dann sieht das hier schon wieder komisch aus, dass es nicht so geht, wie ich mir das vorstelle. Aber naja, das ist dann so. Jetzt können wir noch auch noch so spiegeln, glaube ich. So, jetzt haben wir die Spiegel so, wie ich es mir vorstelle gerade. Dachte ich, aber wissen tue ich es auch nicht. Der spiegelt jetzt nicht nach unten, ne? Ich glaube, das mit den Spiegelachsen, das lassen wir mal so sein. Machen das nur so. Machen die mal so da drauf. Das ist jetzt aber zu viel. Ich würde das jetzt mal so machen wollen. Da eine hin. Hat er da jetzt gemacht? Ja. Und da eine hin. So, jetzt haben wir das erstmal fertig. Das ist jetzt meine Spiegelachsen. Technik, die ich jetzt. Oh, warte mal. Muss ich die hier auch noch machen, ne? Weil ich muss ja da wahrscheinlich so ein Dach drauf bauen. So, jetzt kommt's mit der Panzerung. Gehen wir hier hin, gehen wir dahin und panzern das Ding erstmal oben ab. Ich weiß aber nicht, ob es das bringt. Wir gehen runter. Ja, so würde ich jetzt erstmal sagen. Machen wir erstmal so. Müssen jetzt hier mal schauen, dass wir da. Mach das Fenster mal weg. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das mittig dann ist oder nicht mittig ist. Wir können ja mal von hier oben gucken. Nee, das war schon richtig, aber die Achse weg. Okay. Es ist zwar drauf. Also das unten, das ist oben. Okay. Das bedeutet, wir machen das mal länger und breiter. Und ein ganz klein bisschen machen wir es. Kann man nicht so schön.
In der Stärke kriege ich es nicht hin, dass es jetzt. So. Und jetzt backen wir das da drauf. Zack. Ich hoffe, das ist so fest. So, jetzt müssen wir. Ach, den haben wir da nicht genommen, ne? Den kopieren wir doch nochmal. Steuerung C, Steuerung V. Jetzt können wir das hier nochmal machen. Ich hoffe. Sieht man natürlich jetzt ein bisschen schlecht, aber ich glaube, der steht hier, ne? Ja, könnte sein, ne? Machen wir die Spiegelachse hier wieder an. Wie komme ich da hin? Wir müssen nur irgendeine Taste drücken, damit es passt, aber ich glaube, es geht auch so, ne? So, Steuerung C, Steuerung V. Haben wir, passt. Und ich packe die Platte hier hin. Mach gerade die Spiegelachse aus, damit ich da nichts verhunze. So, jetzt haben wir erstmal einen Schutz von oben und von unten gebaut. Da drinnen können wir noch weiter ausbauen. Würde ich sagen, ne? So. Rollen und so ist jetzt gerade schwierig. Der hier. Je besser das Material, desto größer die Leistung, sagt er. Okay. Obwohl, wenn ich jetzt hier so gucke, ne, hier rechts sind die Werte gut, ne? Lass mal rausgehen und lass mal fliegen. Nee. Ich glaube, das ist jetzt gerade wieder nicht so gut. Ja. Sieht so aus, als ob ich mir das jetzt gerade wieder verdammt nochmal schäbig gebaut habe. Also diese Titanplatten haben es dann in sich gehabt, ne? Oder wie sehe ich das? Nicht so dolle. Und wir haben überhaupt gar keine Trägheitsdämpfer, dann bremst das Ding ja auch gar nicht, ne? Die waren, glaube ich, nur in Dingens hier, wie heißt es? Wo sind sie denn? Trägheitsdämpfer da. Da ist vorne, dann ist hier hinten, ne? Dann rotieren wir doch mal gerade erstmal diese Platte. Glaube so, ne? Ja. Und dann bearbeiten wir die nochmal, indem wir sie so nicht, aber so schmaler machen, flacher machen. Also, und dann kann sie hier wieder nicht dran, ne? Das ist noch nicht mal die Mitte dann. Richtig doof, oder? Richtig doof. Dann kannst du sie hier nur machen. Machst du sie? Nee. Ja, nützt nichts, musst du auch wieder so einen Turm da einbauen. Steuerung C, Steuerung V. Und baust du dahin. Hast du dann doof gestellt. Mach da weg.
Ich weiß jetzt nicht, ich glaube da. Oh, minimal guckt die rüber, aber das ist jetzt auch egal. So, Trägheitsdämpfer wieder ausgewählt. Und dann. Ja, doch, das können wir noch ein bisschen. Nee. Obwohl, das lassen wir so und das machen wir so. Mach das mal weg hier. Benötigte Energie 27,96. Wenn ich die benötigte Energie, dann ist die schon drauf gerechnet? Weiß ich nicht. Machen wir mal. Ja, da haben wir zu wenig Energie. Also Platte zu groß. Das heißt, wir machen sie schmaler. 20. Machen wir sie 20. Okay, jetzt ist sie 19. 15, obwohl, so wäre es ja auch nicht schlecht, ne? So, jetzt haben wir noch Energie. Jetzt schauen wir mal. Jetzt fliegen wir so. Wenn wir aufhören zu fahren, fliegen, bremst da nicht so viel, ne? Ja, wahrscheinlich bremst du aber nicht so toll, wie ich mir das vorstelle. Okay, aber ich denke mal, wir machen erstmal hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, so wie der Danny Reichelt. Und gerne Kommentare. Wisst ihr, was ich meine, ne? Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Teilt das Video auch, ne? Das wollte ich sagen. Ciao.